Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring Shadow of the Erdtree. Und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt Stadt Weitblick abgeschlossen. Wir haben Belurat Turmruin, oder wie das heißt. Belurat, ich weiß es nicht mehr. Das haben wir abgeschlossen und jetzt geht's hier runter. Eine Sekunde. Gucken hier. Okay, jetzt bin ich ready. Alles klar. So, Schaf. Die Schafe haben uns in der letzten Folge gekillt. Wer das sehen will, ja, einfach die letzte Folge anschauen. Das da oben sieht so geil aus mit diesen grünen Bäumen, ne? Weil hier unten ist alles so tot und grau, orange, so, ne? Aber da hinten schön grün. Da will ich eigentlich gerne hin, aber ja. Wir müssen erstmal hier weiter. So, ich würde sagen, wir machen uns diese Markierung erstmal weg. So. Wir müssen einmal hier runter. Einmal hier hin. Einmal natürlich hier hin. Dahin und dahin. Ich denke mal, damit kann ich leben. Das ist hier nur so diese Ebene, denke ich mal. Denke ich mal, ob das so ist, weiß ich nicht. Aber hier kann man anscheinend runter. Jetzt sollte ich nicht direkt von ganz oben runterspringen. Wäre ganz gut. Wertvolles Objekt. Kann ich einen Skadu bauen? Okay, die Ofengesichter, die haben wir schon mal bekommen. Was auch immer man damit herstellen kann. Ganzen Rotfleischpilz und Weißfleischpilz und unterirdische Gruft raus. Stimmt nicht. Morgenvogel. Morgenvogel? Okay, sonst war hier nichts. Alles klar. Ich weiß nicht, kommen wir da unten hin? Ich glaube nicht, dass man da unten hinkommt, aber okay. Gut, das war das erste. Heruntergekommene Raststätte. Aha. So, das nächste ist dieser Ort hier. Verlassenes, leidendes Dorf. Nur Geisterasche oder was? Ich will jetzt gar nicht Baumfragmente. Ich meine, klar, die Asche zu verstecken ist auch nicht so bad.
Okay, der eine Typ hat die mit irgendeinem Ultra-Regenerationszauber belegt. Kann ich den auch erlernen, bitte? Ein Leittalisman. Oh, was war das? Ah, nehmt mit Hilfe einer Fängerin die Macht des Namensgebers in euch auf. Stimmt, den haben wir auch noch. Talisman. Leittalisman. Ja. Welche resistent gegen das zuletzt zugefügte Leiden? Okay, das ist ja. Das heißt, wenn du einmal Gift hast, bist du quasi viel resistenter gegen Gift. Okay, geht's da noch rein? Ich glaube es nicht. Ach so, weil hier leer ist. Okay, das war also das leidende Dorf. Das leere leidende Dorf. Ja, komm. Ganz ehrlich, wenn hier nichts ist. Ernsthaft. Das ist so lame. Oh, wie es schmerzt, vom Kopf bis zur Sohle. Ah, helf mir, warum ich frage, bin ich noch menschlich? Ist das der Grund, aus dem ich so leide? Wie, der ist so verpilzt worden. Das ist auch kein Item. Gut, das war das verlassene Dorf. Okay, hier war noch eine Gnade. Die Pflanzen ist auch dahin. So. Dahin müssen wir noch. Die Radarfrucht ist wieder da. Kein Objekt voraus, außer erbärmliche Person. Die arme Person. Alter, ich dachte gerade, das wäre eine Hand, die da hochkrabbelt. Alter. Ja, mehr ist hier nicht, ne? Mehr gibt's hier nicht. Hunde. Hunde sind nervig. Fleischpilz. Da in der Mitte ist doch wieder ein Boss, oder? Ja, okay, hier runter kommst du nicht.
maximal da irgendwie. Oder wie das vonstatten gehen soll, weiß ich auch nicht. Gut, gucken wir mal, was hier ist. Okay, da sind Vögel. Das ist ja gut zu wissen, dass man die one-hitten kann. Scheiße, mein Schild nicht aktiv. Oh mein Gott. Ich hatte noch den Blitz und Speer. Ja? Okay, das war ein Dreh oder sowas. Grabvogelrüstung. Oh, cool. Das ist ja nice. Vision hier von See. Aha. Was sehe ich denn da? Komme ich da was zu sehen? So, wo bin ich jetzt? Am Rand. Ja, danke. Ist hier sonst nichts? Hier nicht, ne? Nee. Den See springen wir gleich rein. Aber hier ist was. Ah, ein Secret. Das ist jetzt unten drunter, okay. Wird mir nicht markiert. Mache ich hier einfach die Markierungen. So. Die kann weg. Da muss ich noch hin. Und da muss ich noch hin. So. Gehen wir erstmal hier hin. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas sein wird. Außer der Tod. Boah. Alter, sieht das geil aus. Das ist übrigens der Einfall. Das Gemälde, was wir gesehen haben. Boah, ist das geil. Besessenes Wesen. Ich will auch eine Nachricht hinterlassen. Preise die Sonne. Raise the sun. Kann man die Sonne preisen? Kirche, Turm, Lagerplatz, Haus, Friedhof, Tunnel, Höhle. Nee. Also Licht.
Also sonst mache ich preisend Licht. Das ist auch gut. Jo. Ja, dann machen wir preisend Licht. Obwohl, jetzt ist es weg. Stimmt, nachts ist es nicht mehr so geil, ne? Egal. Wenn da Leute hinkommen und die genau zu der Uhrzeit auch da hinkommen, dann wissen die, was damit gemacht ist. Okay. Hier ist nichts mehr. So wie ich es mir schon gedacht habe. So. Das ist doch wieder ein verfaulter Baumgeist, ne? Ein Fintau-Juweler. Nee, das ist ein Drache. Drachenherz.
Und uralter Rachendunkelschmiedstein. Ja, haben wir auch den Boss. First Try. Sehr gut. Großkatana? Oh mein Gott. Was? Hier kriegt man einfach noch einen Großkatana. Also es gab schon. Diese Waffe gibt es schon. Oder konnte man schon erhalten. Aber ja, jetzt kannst du sie einfach nochmal bekommen. Ich glaube, die gab es schon vorher. Ich meine schon. Mega krass, dass man das nochmal bekommt. Dann dürfte es nämlich auch nicht hier aufgelistet sein. Was bist du eigentlich? Regis Arapia. Schmiedes Hornkrieger, ja. Da ist übrigens diese Miss Blutverlust aus. Ist eine Geschickwaffe. Und hat irgendeine FP-Kosten. Keine Ahnung. Nee, das gab's doch nicht vorher. Überkopfhaltung. Oh, geil. Löst Blutverlust aus 55. Alter. Krass. Krass, krass, krass. Ich dachte, das gäb's. Das hat's schon mal gegeben, aber nö, anscheinend nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier unten rein. Geht das jetzt in den Kerker? Oder... Ah, ich weiß, glaube ich, wohin es geht. Es geht doch 100 pro nach hier irgendwie. Kerker von Belurat. Das finde ich natürlich jetzt schon wieder ganz geil. Aber wir sollten mal unbedingt gucken, dass wir hier... Damit könnten wir nämlich ein Level-Up machen, normalerweise. Yay. Ja, was machen wir? Kondition, ne? Mein maximales Ausrüstungsgewicht steigt. Oh, FP wäre auch geil, ne? Glaube wäre auch geil. Glaube mache ich auch. Und dann machen wir noch kurz die Zaubereinstimmung. Zauberlernen. Das kann wieder weg. Und dann kommt Ezekiels Verfall wieder rein. Weil dieses komische da, das ist echt Schmutz. Theodrix Magma, ja. Feuer, ich bleib lieber bei dem, was wir hatten. Ich bleib dabei, yo. Ritual der schwarzen Flamme. Ja, das ist schon, es gibt schon geile Sachen hier, aber brauchen tun wir es halt nicht. Bitte ich. Lassen wir so. Ich würde die gerne noch sortieren vielleicht. Weil das sind die zwei, die wichtigsten. Dann kommt das, das ist geil für Effekte zu alles Gift und Scharlachfäule. Ah. Und hier ist halt körperlicher Schaden, den können wir jetzt auch einsetzen. Und den Magieschaden. Das heißt, wir haben jetzt physischen Schutz und Magieschutz. Dann haben wir die Verteidigungsreduzierung, Damage over Time und Anlocken von Gegnern. Und das ist halt, ja, das ist komplett krank einfach. Das war einfach nur maximal Damage. Cool. Und jetzt können wir halt theoretisch den Schutz der schwarzen Flamme aktivieren. Vision von Sternen. Aber ich will das eigentlich erst in der nächsten Folge machen, hier unten. Ach, muss ich in den Untergrund? Zwischenlandkarte? Ach nee. Das ist das ganz normale. Äh.
wird hier irgendwie nicht definiert, ne? Was ist da? Das ist eine Map, ne? Aber hier gibt es keine Map. Oder vielleicht... Ah, da gibt es noch eine Map. Ah, alles klar. Dadurch wird der ganze Bereich hier unten aufgedeckt. Alles klar. Da müssen wir noch hin. Da geht es noch weiter. Den Bereich haben wir jetzt komplett. Hier ging es nur in den Tod, ne? Na, da oben konnten wir nicht hin. Das haben wir alles fertig gemacht. Da kamen wir noch nicht hin. Hier ist alles fertig, fertig, fertig. Das heißt, wir können sowieso nur hier oder über die Brücke. Okay. Was mich gerade wundert, ist, dass wir keine Anzeige haben für die Karte. Oder ist das ein Dungeon hier? Boah. Geil. Warum ist hier so ein Stabding? Denken versuchen. Natürlich ganz simpel, was da gemacht wird, ne? Er braucht halt mal eine Toilette. Funny. Das ist ein schöner Ausblick, das sieht echt geil aus. Voraus. Alter. Mach mir doch nicht sowas, ey. Gefrorene Made. Aber wenn hier Eis das Thema ist, sollten wir da nicht lieber mit Feuer kämpfen? Loch. Schade, kaputt. Geht's hier eigentlich weiter? Ist hier mit ausgebrochen oder was? Vielleicht übertrieben für die Viecher eigentlich, aber okay. Macht nur 2000 Schaden. Gebrochene Rune. Jo. Zaune Bulli. Ah, da. Ach, du heilige Scheiße. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.